A trip to my. Heart. Hi, Freunde, und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. wir am Start. Heute haben wir keine weitere Building Challenge in diesem Video. Ich habe es euch versprochen gestern Abend. Wir wollen heute noch ein separates Video zu der Fantasy Foot Promo machen. Heute ein separates Informationsvideo, wo ich euch sage, was hat es mit dieser Promo eigentlich auf sich? Wie sieht vor allen Dingen das mit den Leaks aus? Das heißt, wir haben heute offiziell tatsächlich Karten und Sets, die ich euch hier in diesem Video präsentiere, die zur Fantasy Foot Promo einmal rauskommen. Bevor wir reinstarten und mit den Infos loslegen, würde ich euch gerne bitten, einmal Support dazulassen. Lasst gerne auch heute wieder liebe da 500 Likes für als Ziel raus. Lasst uns sie, sie so schnell wie möglich voll machen. Gerne eure Meinung rein runter zu den Karten und wie sehr ihr gehypt seid, runter in die Kommentare. Ja, mich würde natürlich freuen, wenn wir uns heute Abend dann wiedersehen. Da gibt es nämlich dann Top-Party in SPC, hoffentlich neuen Food birthday content und wahrscheinlich auch ein Mbappé äh, POTM. Alles dann aber weiter heute Abend geht erstmal Fantasy Foot. Ja, und wenn ihr gar nichts mehr rund um FIFA 22 verpassen wollt, dann kann ich euch im Herzen empfehlen und ihr neu seid, noch gerne die Glocke zu aktivieren. Das Ganze ist kostenlos, kostet gar nichts und äh, ja, so verpasst ihr auf jeden Fall keinen weiteren Content. Fangen wir mal an. Das ist der Loading Screen. Noch von gestern und da fangen wir mal an bei den Kartendesign. Im Loading Screen selber habe ich schon gestern ein bisschen erwähnt sehen wir nicht wirklich viel. Ja diese Kreise, wir sehen ein bisschen blaue Design auf der rechten Seite, dieses etwas rötliche Design. Äh, wir sehen einmal über das Karte über die Karte komplett gezogen FIFA Ultimate Team. Aber wichtig ist vor allen Dingen halt oben an den Karten hier vorne, dass wir hier halt hier dieses Upgrade-Symbol einmal am Start haben. Heißt zum einen Information Nummer 1, wir haben hier upgradebare Karten. Und dazu habe ich gleich auch exklusive Informationen für euch, wie das Ganze funktioniert etc. pp. Kurz zum Kartendesign. Lasst mich gerne eure Meinung zu äh, dem Kartendesign in den Kommentaren wissen. Ich finde es relativ nice, äh, muss ich wirklich sagen. Ähm, keine Ahnung, warum ja, diese Bälle teilweise oder diese runden Kreise äh, mit am Start sind. Auf der rechten Seite eigentlich dieses ist ja eigentlich bei jeder Karte so typisches FIFA. Ja, sieht so ein bisschen aus wie Glasscherben oder so. Oder wie man es sagen soll. FIFA Ultimate Team, dann passt natürlich eben zum Ultimate Team. Ja, und dann haben wir quasi die upgradebare Karte rechts und die linke die Normalkarte sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht. Wir kommen da gleich zu, wie es mit den Upgrades aussieht, ob sich die noch farblich dann ändert oder wie es angezeigt wird. Dazu wahrscheinlich dann Richtung Freitag mehr. Aber wir wissen auf jeden Fall: Freitag geht die Promo los. Und äh, ich persönlich bin auf jeden Fall sehr, sehr äh, gehypt. Fangen wir aber mal zu den ersten Informationen und springen rüber auf den nächsten Screen. Hier gehen natürlich die Credits raus an Food Sheriff. Ähm, der haut folgende Informationen raus. More News on Food Fantasy. Drei Upgrades sind hier möglich, schreibt er. Spiele, drei äh, Spiele in den nächsten fünf Spielen. Ähm, also das heißt... Ähm, innerhalb von den fünf Games müssen also drei Partien wahrscheinlich dann von dem Spieler gespielt werden. Die zweite Upgrade-Möglichkeit ist, wenn Sie eben ein Spiel gewinnen von den nächsten fünf Games, nachdem die Karte raus ist. Und dann haben wir Attackers und Mittelfeldspieler, also Stürmer und Mittelfeldspieler müssen ein Tor oder Assist, one goal or assist in fünf Games und äh, die Verteidigung. Schrägstrich auch torhüter müssen einen clean sheet in den nächsten fünf games quasi Ja hinkriegen um dieses upgrade quasi zu bekommen das sind die drei upgrade möglichkeiten initial upgrade und possibility for plus 3 overall also anscheinend hier tatsächlich dann die möglichkeit ja maximal plus 3 overall upgrade zu bekommen wenn eben alle drei kriterien quasi äh, abgehakt sind also in dem Sinne heißt es, wenn jetzt zum Beispiel ein beliebiger Spieler, wir kommen gleich zu den Spielern, zum Beispiel nur hinbekommt, ähm, ja, ein Spiel zu gewinnen, äh, dann bekommt es halt quasi nur ein Plus 1 und die andere Sachen nicht abhakt, dann eben kein Plus 3 Overall Rating. Klingt erstmal so sehr, sehr nice. Erinnert mich ein bisschen, wie gesagt, an die What If Promo ähm, von letztem Jahr war es, glaube ich. Und. Ähm, ja, an sich eine coole Geschichte. Also wir können dann ganz entspannt schauen, okay, was passiert in den nächsten fünf Games. Interessant finde ich die, die obere, das obere Kriterium quasi mit den Spiele, drei Spiele. Das heißt, wir haben hier jetzt wirklich ein basiertes Upgrade, was diesmal nicht, wie es ja bei den anderen Livekarten teilweise war, wo es wirklich nur um den Club selbst ging, ja. Da ja, war es egal, ob der Spieler selbst spielt, zum Beispiel Champions League Livekarten, ja. Da könnte jetzt ein Harvards beispielsweise, der seine Livekarte jetzt gestern durch den Siegen plus eins noch geupgradet bekommen hat, wenn er sich verletzen würde, hat das keinen Einfluss auf die Live-Karte. In diesem Fall hier würde es anscheinend Einfluss haben. Also drei Spiele quasi selbst spielen. Eins eben gewinnen aus den fünf Games und dann halt eben ja, ein Tor machen. Beziehungsweise es ist für die Offensive und für die Defensive einmal zu null. Spielen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Karten selbst. Ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Ihr habt es teilweise vielleicht auch gestern schon gesehen. Einmal haben wir Rashford. Und hier jetzt auch wieder alle Stats tatsächlich 1 zu 1. Sollen die so kommen? Da können wir jetzt gerade mal ein bisschen drüber diskutieren, bevor wir dann gleich zu weiteren Informationen weiterspringen. Aber wir sehen hier auf jeden Fall richtig geile Karten. Da können wir auf jeden Fall nichts sagen. Rashford auf der linken Seite in der nächsten Manchester United Link. Also mit CR7. Rashford ja jetzt zu der Foot Birthday Promo auf der rechten Seite gekommen. Da geht es auf jeden Fall ordentlich ab. Weiter geht es in der Premier League. Natürlich wieder Premier League ordentlich vertreten. Wir sehen das hier teilweise auch schon. Ähm, also Saint-Maximin auch ein Biest in FIFA. Und da, seien wir ehrlich, da freuen wir uns alle drauf. Stürmer, Karte von Saint-Maximin, Franzose, Premier League. Mit diesen Stats, oh mein Gott. Gott, 96 Dribbling, 90 Schuss, 97 Pace. Resch hat auch 97 Pace, 92er Schuss, 90er Dribbling. Passen auch bei 88, passen bei Sam Maximal bei 85. Physis, auch bei beiden gut am Start. Und dann geht es weiter direkt mit der dritten Karte. Ein Nani ZOM, Freunde. 88 Pace, 91 Schuss, 90er passen, 92er Dribbling, 85er Physis. Was wird das bitte für eine geisteskranke Karte? Die kann man wunderbar dann auch zu einem Quaresma beispielsweise linken. Und er bringt den Serie A-Link eben durch den Wechsel mit. Also richtig, richtig geile Geschichte. Und dann geht's weiter. Mit einer Sache, wo ich mich nicht so wirklich drüber freue, ihr wisst Bescheid, es geht weiter mit Innenverteidigern. Ja, es geht tatsächlich weiter mit Innenverteidigern. Wieso, weshalb, warum? Ich habe keine Ahnung. Ich muss euch mal wieder erneut sagen, ich kann die Innenverteidiger wirklich nicht mehr sehen. In diesem Fall haben wir jetzt hier Jimenez und Stones, also weitere Optionen, sowohl in der Premier League als auch in der La Liga. Sie haben gut Pace, sie haben gut Def und Physis. Die Frage ist, ob sie natürlich genug. Reaktion haben. 80er Dribbling bei Stones deutet ein bisschen darauf hin. Wir Müssen gucken, dann, wie die Tempoaufteilung in-game aussieht. Dann haben wir Van de Beek am Start mit seiner transferierten Karte sozusagen. Einmal eine neue Premier League-Karte. Everton da am Start sieht es sehr, sehr ausgeglichen aus. Alle Stats über 83 oder höher. Ja, und dann geht es weiter mit einem Pedro. Rechter Flügel haben wir da am Start. Wieder einen aus der A Kamavinga. Auch wieder eine gute Allrounder-Karte. Man kennt es äh, bei Pedro auch wieder. Typischer Dead-Eye-Spieler im Endeffekt. Oder gibt es nochmal ordentlich Pace. Dann aber Inaki Williams. Am Start auch mal wieder vertreten die Karte von ihm. Ordentlich Physis, ordentlich Dribbling, ordentlich Pace, ordentlich Schuss. Und auch ordentlich passen. Sieht sehr, sehr geil aus. Und dann geht es weiter mit der Innenverteidigung. Jo! Die nächste Innenverteidigerkarte ist am Start dritte in diesem Fall, aber auch eine richtig nice. Klostermann mit 90 Pace, 88 Def und 85 Physis. Also, da können wir uns in Bezug auf die Bundesliga auf jeden Fall freuen. Ein weiterer Innenverteidiger, der da beispielsweise zu einem Neuer ähm, oder natürlich zu den ganzen. Ähm Leipzig-Karten wie jetzt neu vom Leimer und so weiter und so fort, äh, die da auch am Start sind. Nkunku zum Beispiel, der ja auch als POTM kommen soll. Dann haben wir Audrey Sola als Rechtsverteidiger auch eine coole Karte. müssen wir mal gucken, wie der Rest der Def und Physis-Verteilung ist, aber Pace bringt er auf jeden Fall mit. Ist ja auch nur 86 er Rating. Kater Balde, Diao haben wir dann am Start. Äh, ja, 98 Pace, 87 Schuss, 85 passen 90er Dribbling, auch eine gute Karte für 86er Rating. Dann aber Rousselin, auch ein altbekannter mit ordentlich Pace, 96 Pace und ein Chor, der auch wieder ja, Allrounder ist. Aber ja, ich denke mal, ZDM gibt es auch viele Alternativen. Ich habe eben schon erwähnt, Leimer beispielsweise aus der Bundesliga, 85er Rating, hat er auch nur. Hier muss ich jetzt aber kurz zu diesem League-Foto sozusagen auch sagen: er zählt einmal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Karten sind wieder am Start. Aktuell sind auch 14 draußen. Das heißt, hier sind drei/schrägstrich vier Karten wahrscheinlich, die unter anderem dann auch Mini-Release sind und. Ähm wir hatten letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, war es, äh, wo wir auch das äh, League- und Informationsvideo zu Full Birthday gemacht haben. Da habe ich euch auch Karten teilweise gezeigt aus Team Nummer 2. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Karte auch wieder erst in Team 2 verfügbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Promo tatsächlich zwei Wochen läuft. Ähm, ähm, ich hoffe es auf jeden Fall. Äh, ich, ich, Wenn es nicht, dann ist es halt nur ein Team. Aber da warten wir auf jeden Fall mal auf offizielle Bestätigungen. Aber das wissen wir auf jeden Fall, dass die Karten kommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wie gesagt drei oder vier Karten Mini-Release davon sind. Ich glaube nicht, dass eine von den Karten tatsächlich als Squad Building Challenge rauskommt. Also insofern glaube ich, dass die tatsächlich dann alle in Packs zu, sie zu ziehen sind. Ja, und dann müssen wir noch über was Allgemeines reden. Ich denke, es ist euch teilweise auch schon aufgefallen, was mich so ein bisschen nervt, ist tatsächlich, dass wir eigentlich immer ähnliche Karten sehen. Ob das ein Klostermann ist, ob das Inaki Williams ist, ob das wieder ein kammer Winker ist, ob das wieder eine Petro-Karte ist, ob das wieder eine Rousselin-Karte ist. Ähm, gut, Nani nehme ich jetzt mal außen vor, ist einfach Legende. So Maximal sehen wir auch wieder, Rashford haben wir auch schon gesehen. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber irgendwie denke ich mir teilweise, EA könnte auch mal hier und da einfach andere Karten bringen. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Äh, lasst mich aber gerne auch eure Meinung nochmal Kurz dazu wissen. Denkt ihr, er denkt sich dabei irgendwas? Oder findet ihr es auch ein bisschen einseitig von den Kartentypen her? Inaki Williams hatten wir ja schon und so weiter und so fort. Können wir gleich bei Football vielleicht nochmal reinschauen. Gut, also das auf jeden Fall das Team. Gehen wir kurz weiter in Bezug auf Token. Das interessiert euch auch. Anscheinend aktuell noch keine. Informationen in Bezug auf ein Token-System, was in Bezug auf die Promo kommen soll. Diesbezüglich also kann ich euch sagen, da gibt es jetzt noch keine neuen Informationen. Sieht aktuell so aus, als würde kein Token-System eben da rauskommen. Ja, wissen wir das auf jeden Fall auch. Äh, neue Season ist ja heute auch rausgekommen. Aber da wollen wir jetzt heute gar nicht drauf eingehen, vielleicht heute Abend nochmal kurz, äh, gibt ja auch nicht großartig viel zu sagen. Aber beispielsweise in Acker Williams, wenn wir dann in die Generations gehen, guck mal, wie viele Karten der am Start hatte. Wenn wir bei, bei Pedro jetzt gucken, dann sehen wir direkt, okay, hier haben wir am Start äh, die 86er-Karte, die relativ früh kam, meine ich, mit vier Sternen, fünf Sternen, das war klar. Mit seiner Base-Karte, die eben schon 4 Sterne, 5 Sterne hat, dass irgendwann wahrscheinlich so eine Flashback-Karte kommt, eine Special-Karte. Jetzt aber nochmal eine neue, äh, die da vertreten ist. Dann sehen wir bei Rashford ebenfalls auch hier Versus Fire- und eis karte Haben wir von ihm schon am Start mit 5 Sternen, 3 Sternen. Mit hier ähm, sowohl Eis als auch Fire-Karte. Also diesbezüglich weiß ich nicht, ob da irgendwie die Variation denen so ein bisschen fehlt. Kammerwinger ist auch ein gutes Beispiel, äh, den wir hier natürlich, wie gesagt, noch nicht highrated hatten. Aber wie gesagt, hier die Next Generation und natürlich die Live Wants to Watch-Karte. Ähm, ja, das finde ich so ein bisschen tatsächlich schade grundsätzlich, aber das Prinzip, das System der Promo finde ich eine coole Geschichte. Live-Karten sind wieder am Start und ich freue mich sehr drauf, die Karten dann versuchen zu ziehen mit euch gemeinsam. Und äh, sind ja auch ein paar coole Links dabei. Lasst mich gerne eure Meinung wissen zu dem Team. Das soll es aber auf jeden Fall heute gewesen sein mit dem kurzen, aber kleinen feinen Informationsvideo dazu. Vielleicht gibt es heute Abend nochmal neue. Ähm, wie gesagt, heute Abend gibt es nochmal ein weiteres Video, heute Doppel-Upload am Start. Ich hoffe, ihr feiert das Ganze. Und morgen geht es natürlich auch weiter mit mindestens einem Upload. Am Tag, also falls ihr täglich eure FIFA 22 Dosis hier bekommen wollt und noch kein Abo dagelassen habt, holt das sehr, sehr gerne nach. Das Ganze ist, wie gesagt, kostenlos. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Könnt auch gerne live kommen bei Twitch. Alle Links in der Beschreibung und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also, Freunde, euch noch einen entspannten Tag, einen entspannten Abend, je nachdem, thema das Video schaut. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.